Ihr seht es, wir haben ein altes Challenger-Deck. Das war das erste Mal, dass diese Challenger-Decks als solches rauskommen sind mit 2018. Und jetzt, da die neuen raus sind, dachte ich mir, gucken wir mal an, was die alten noch so können. Man darf ja auch nie unterschätzen, was so ein Produkt dann im Alterungsprozess macht. Also wirklich die Frage so, hey, war das früher jetzt besser oder schlechter? Oder ja, deshalb gucken wir uns das hier mal an. Das Vehicle Rush. So. War jetzt nicht das beste oder teuerste aus der Reihe, aber doch ein ganz gutes. Und dementsprechend gucken wir uns das jetzt mal an. Wir haben hier ein... Was? Was? Warum ist da ein Rivals of Ixalan-Würfel? Was? Ja, das verspricht ja schon mal gut zu werden. So, das ist wahrscheinlich das Sideboard. Das ist ein Kartentrenner. Das ist ein How to Play 60 Karten Challenger Decks. Das ist ein Quick References mit, ja. Wie funktioniert ein Turn? Okay. Dann, ja gut. Gucken wir uns erstmal das Mainboard an, was hier so drin ist. Na, na, na. Dankeschön. So, als allererstes haben wir obendrauf direkt eine Mythic. Und zwar das Skyshroud Sovereign Consul Flagship. Was ein Name. Ich finde es immer noch kacke, dass man den nicht als Commander nehmen kann. 5 Mana 6 Hirn fliegend, immer wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, fügt er eine Kreatur am Planeswalker 3 Schaden zu mit Crew 3. Das heißt, ihr müsst Kreaturen tappen, die eine Gesamtstärke von 3 aufweisen und dann ist das eine Kreatur. Wie gesagt, ich finde es schade, dass es nicht als Commander genommen werden kann, aber naja, Hausregeln. Dann Bombard Courier, 1 Mana 1, 1 Eile. Wenn er angreift, exiliert die obersten Karte vom Deck. Eine. Face down, du darfst ihn nicht angucken. Und naja, ihr könnt für ein rotes könnt ihr den opfern und eure Hand abwerfen und alle exilierten Karten ins Spielfeld bringen. Davon haben wir ein Playset. Toolcraft Exemplar. Ein Mana 1-1. Zu Beginn des Versorgungssegments, nee, zu Beginn des Combat-Segments, zumindest der Kampfphase, wenn ihr ein Artefakt kontrolliert, kriegt der plus 2 plus 1, also ein Mana 3-2. Wenn ihr drei Artefakte kontrolliert, hat er Erstschlag. Davon haben wir auch ein Playset. Krass. Scarsheep Scorcher. 2 Mana 3-2. Kann ich blocken. Für 2 Mana könnt ihr eine andere Kreatur aus dem Friedhof exilen und den wieder ins Spielfeld bringen. Also vom Friedhof. Davon haben wir auch ein Playset, Alter. Das ist krass. Pia Nala, 3 Mana, 2-2. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegt ihr einen 1-1 farblosen Top-Darspielstein mit fliegend. Für 2 Mana kriegen eine Artefakt-Kreatur plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Für 1 Mana könnt ihr den Artefakt opfern, um eine Kreatur kann ich blocken in dieser Runde. Davon haben wir auch einen Blizzard. Ne, nur 2. Depala Pilot Exemplar. 3 Mana, 3-3. Andere Dwarfs. Dwarfs. Er ist ein Dwarf. Er ist zumindest ein Dwarf. Andere Dwarfs und Autos, also Vehicles, die ihr kontrolliert, kriegen plus 1 plus 1, solange es eine Kreatur ist. Und wenn die hier getappt wird, könnt ihr x Mana bezahlen. Dann könnt ihr die x-Karten eures Decks angucken und alle Dwarf- und Autokarten haben auf die Hand nehmen. Geil. Davon haben wir 3. Dann Heart of Kiran. Oha. 2 Mana 4-4, fliegend Wachsamkeit, Crew 3 und ihr könnt einen Loyal-Counter von einem Planeswalker unternehmen und den auch crewen. Davon haben wir 2. 3. Oh wow. Ja, davon haben wir ein ganzes Playset. Dann Kulvators Caravan. 3 Mana 5-5, tappen für Mana beliebiger Farbe mit Crew 3. Eine. Dann Etherspear Harvester, 3 Mana 3-5 fliegend. Wenn er ein Spiel bekommt, kriegt man 2 Energiemarken. Man kann eine Energiemarke ausgeben und dem Lifelink zu geben mit Crew 1. Das ist okay.
Dann Spire of Industry. Wow, hier ist echt eine Menge geiler Stuff drin. Tappen 5 Farbloses. Für ein Leben tappen, kriegt ihr Mana beliebiger Farbe. Könnt ihr nur aktivieren, solange ihr ein Artefakt kontrolliert. Wie oft ist der drin? Dreimal? Viermal. Geil. Das ist geil. Also, ich gehe jetzt mittlerweile schon sehr hyped. Drangskull Summit. Kommt getappt ins Spiel, es sei denn, ihr kontrolliert einen Sumpf oder einen Mountain. Tappen für ein rotes oder schwarzes. Inspiring Vantage. Kommt enttappt ins Spiel, wenn ihr zwei oder weniger Länder kontrolliert. Tappen für ein rotes oder weißes. Wow, die habe ich mir neulich erst gekauft. Conjurer's Cordray. Kommt enttappt ins Spiel, wenn ihr zwei oder weniger Länder kontrolliert. Tappen für ein weißes oder schwarzes. Ja, dann Veteran Motorist. 2 Mana 3-1. Wenn ihr ins Spiel kommt, Scry 2. Und wenn er gecrewt wird, kriegt das Vehikel +1/+1. Wie oft ist der drin? Viermal. Wow. Also es ist echt eine Menge geiler Stuff drin. Und ich bin bisher jetzt echt begeistert. Gut. Unlicensed the String Draw. 3 Mana Instant. Ihr zerstört eine Kreatur. Wenn ihr noch ein Artefakt kontrolliert, fügt der noch 3 Damage zu dem Besitzer dieser Kreatur zu. Wow. 2, 3. Auch hier ein ganzes Playset. Lightning Strike. 2 Mana fügt 3 Schaden der Kreatur im Spieler zu. 1, 2, 3, 4. Sehr geil. Aether Hub. Wenn ihr ins Spiel kommt, kriegt ihr Energie. Tappen für ein farbloses. Oder ihr könnt ihn tappen und eine Energie ausgeben, um Mana beliebiger Farbe zu bekommen. Auch ein Playset. Ne, nur 3. Unclaimed Territory. Wenn ihr ins Spiel kommt, sucht ihr euch einen Kreaturentyp aus. Ihr könnt es tappen für ein farbloses oder tappen für ein Mana beliebiger Farbe. Könnt ihr aber nur benutzen dann für diesen Kreaturentyp. 3 Stück. Evolving Wilds. Tappen, opfern. Ihr könnt euer Deck nach einem Standardland durchsuchen und es getappt ins Spiel bringen. 2. Und ein paar Länder. Ja, das ist das Mainboard. Ich bin jetzt schon hart begeistert von dem Mainboard. Und ich bin jetzt mal aufs Sideboard ein bisschen gespannt. Das Mainboard ist schon gut. Das Mainboard ist echt gut. Also zur damaligen Zeit habe ich ja so ein bisschen Standard auch verfolgt. Ich muss sagen, das ist schon geil. Das war damals ganz okay, das Deck. So, bis die Heart of Kirin wahrscheinlich gebannt haben. Dann haben wir Aether Spear Harvester nochmal. Ich muss natürlich auch gucken, dass ihr nicht geblendet werdet. Dann Harsh Mentor, 2 Mana 2-2. Immer wenn der Gegner eine Fähigkeit von einem Artefakt, einer Kreatur oder einem Land aktiviert, das keine Mana-Ability ist, kriegt er 2 Schadenspunkte. Davon haben wir 3 Stück. Wahrscheinlich fürs Mirror. Dann Krug of Condemption. 2 Mana tappen, ihr exilt eine Karte aus dem Friedhof. 1 Mana tappen, ihr exilt eine Karte aus dem Friedhof. 1 Mana, ihr exilt das und exilt alle Karten von allen Friedhöfen. 2 Stück. Duress. Für ein schwarzes Mana könnt ihr einen Gegner, die Hand offen vorzeigen lassen und ihr könnt nicht Kreatur, nicht Landkarte davon wählen und dieser Spieler wirft die Karte ab. Chandra's Defeat. Ein rotes Mana, wenn es das fügt eine rot. Was? Was? Chandra's Defeat fügt 5 Schaden einer Kreatur oder einem roten Planeswalker zu. Wenn dieser rote Planeswalker ein Chandra Planeswalker ist, könnt ihr eine Karte abwerfen und danach eine Karte ziehen. Okay, wahrscheinlich wegen dieser Chandra Torch of Deviance. Magma Spray, 1 Mana, ihr fügt einer Kreatur 2 Schaden zu. Wenn diese Kreatur stirbt, wird die exiled. Und Cast Out. Für 4 Mana Flash Enchantment. Wenn ihr ins Spiel kommt, nehmt ihr ein Nichtland permanentes, das ein Gegner kontrolliert. Und das wird so lange aus dem Spiel entfernt, wie ihr die kontrolliert. Und das Ding kann cyclen. Ja, die meisten von euch werden schon wissen, was in diesem Deck drin ist. Ich wusste es bisher noch nicht, deswegen wollte ich es jetzt aufmachen. Also nicht mehr so genau. Ich finde das mit dem Würfel immer ein bisschen traurig. Da hätte auch ein Kaladesh-Würfel rein können. Aber gut, was soll's. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich's seht. Ciao, ciao.